So, die Maximin-Regel ist quasi das Gegenteil von der Maximax-Regel. In Worten bedeutet das quasi, wir wählen die Aktion, die uns im Worst Case den höchsten Gewinn bringt. Das heißt, wir bewerten jede Aktion danach, was im schlechtesten Fall passieren kann. Deswegen ist das die pessimistische Regel. Und wie das hier abläuft, ganz einfach. Aktion 1, für Aktion 1 sehen wir, die bringt uns im schlechtesten Fall 20. Aktion 2 bringt uns im schlechtesten Fall 0. Und Aktion 3 bringt uns im schlechtesten Fall 10. Das tragen wir hier drüben ein als die Beurteilungsgröße. Und dann wählen wir eben die Aktion, die im Worst Case das Beste bringt. Das sind hier diese 20. Das heißt, Aktion 1 wäre die optimale Wahl, wenn wir nach der Maximin-Regel entscheiden.